Auf den Weg von ein deinem Sim ragt ein knorriger Stock, weit knorriger Stock hervor. Auf einem stillsteht Stock nicht hinunterdrücken. Wir drücken hinunter. Ich habe Angst. Und Chloe darf nur noch eine Stunde draußen bleiben. Die Zeit läuft. Apropos, Ramona? Bis dort. Remy ist noch beschäftigt. Ich hoffe, davon gibt es eine dicke Belohnung. Guck mal, also. Warte nur, siehst du aus wie... Nein, sie ist... Diesmal ist sie nicht irgendwie verkohlt. Sie hatte aber Titan. Gold, Gold gefunden und Titanium. Aber Gold haben wir schon vorher. So, jetzt nichts wie nach Hause. Morgen ist Schulausflug. Yay. Mit dem Besen. Mit ihren süßen Stutzrädern. Ich bin die kleine Hexe. Gab es nicht sogar eine Hexe, die so mit schwarzen Haaren? Ich weiß nicht. Es gab viele Hexen in der Geschichte der... Guten Tag. Ich hätte gerne so einen Besenständer. Gibt es nicht so einen Besenständer für die Besen? Um es mal so zu sagen. Ich glaube, es gibt... Gibt es das nicht sogar? Ich erinnere mich daran. Irgendwie gab es da nicht mal was? Ja, Zauberbesenständer. Das hätte ich gern. Das war hier unter... So. Kann sie es dahin machen? Oder? Okay, das hat sie einfach so. Okay, das ist einfach nicht da. Da bist du wieder. Guten Tag. Du musst erstmal was essen, sonst stirbst du mir aus der Gemüserollen. Danach gehst du nochmal duschen. Kimushaji, du. Schön, also geht man manchmal einfach wieder rein, kommt wieder raus. Finde ich aber gut so. Geh duschen. Geh schlafen. Okay. Es war ein bisschen chaotisch, doch Aufgabe war wohl weiter so. Yay! Was für ein Tag. Ach, du warst das. Natürlich haben wir gern gemacht. Oh, wir steigen mal wieder auf und sind dann Level 5. Ja, ja. Mal schauen. Befördert werden. Die Geister von Raven sehen. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Guten Abend. Der ist jetzt eine Gemüserolle. Und dann fair duschen. Und dann schlafen. Aber langer Arbeitstag, muss man sagen. Dafür. Oh, jetzt ist sie wieder rein. Ja. Also bei Hülle geht, wenn sie nichts zu tun hat, manchmal geht sie wieder rein. Und das ist schon. Das heißt, dann ist sie einfach da drin. Das ist klar, wenn nichts zu tun ist, dann kommt sie wieder raus. Ne? Also sie war nicht weg. So, was ist los? Befördert worden, was war das für ein... Ach, übernatürliches Wesen treffen. Achso, das war Bonhilda. Oder was, die Hexe? Ich weiß nicht. Ist auch egal. Wir spulen vor und warten bis zum nächsten Morgen. Oh, 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 oh. Da ist so jemand, Hungarier. Steh auf. Und dann kannst du gleich wieder... Was kannst du denn da wieder? Das ist ja alles Blödsinn, so meh. Ja, geh mal wieder rein. So, wenn du gegessen hast, meine Liebe, dann machst du erstmal was Schönes. Dann machst du erstmal den Garten pflegen. Laune zu schlecht. Da wirst du ein bisschen malen. Ich glaube, das ist doch nicht schlecht. Oder du guckst ein bisschen Fernsehen, kannst du auch kochen lernen. Aber ich glaube, malen ist bringt vielleicht sogar ein bisschen weniger. Das ist Chloe's. Weißt du was? Wir kaufen noch ein
Wenn ihr beide so gerne malt oder ich das so vor euch gesehen habe, kaufen wir einfach zwei von diesen Sachen und dann so, die Zetteln können wir eigentlich wirklich mal abbestellen, weil wer macht denn hier? Der Besenständer ist auch eigentlich ein Blödsinn gewesen. So, dann kann nämlich Chloe da machen und du kannst hier malen und zwar machen wir mal ein großes. Und wir schauen mal Gesundheit oder Plaisir, keine Ahnung. Wo ist sie denn, die Brunhilde? Wahrscheinlich die drinne. Guck mal, das, ach so, so sieht groß aus. Ja, ich zeichne hier meine innersten Gefühle. Sieht auch so aus. Ah, oh, guck mal, der Himmel. Der Himmel über der Insel. Ja, der Grund, warum ich auch hier zum Beispiel keine Jahreszeiten wollte, ist, weil auf einer Insel ist ja meistens nicht so warm. Nicht so viele Jahreszeiten. Da. Aber okay, gut zu wissen, das heißt, die Bonhilda geht manchmal auch einfach hier rein, wenn sie nichts zu tun hat, finde ich auch gut. Das heißt, praktisch, sie ist da und macht, was sie will. Solange wir sie nicht entlassen, ist sie immer, kommt sie und sozusagen, wir sparen an einer Haushaltshilfe und an einen Handwerker, weil sie repariert auch Sachen, so wie ich noch weiß, sie kann Hunde trainieren, auch babysitten, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall kann sie einiges. Sie kann das, glaube ich, was ein Butler kann und eine Haushaltshilfe. Weil sie, ich glaube, Klo macht sie auch sauber. Also sie macht Sachen, was ein Handwerker macht. Also sie ist schon ziemlich klasse. Die Bonnie. Die Bonnie. Und wir haben 5000. Also, apropos, wir haben wieder Sachen zu verkaufen. Diesmal nur vier von den Sorte, aber zumindestens gibt's uns das wieder Kohle. Wir haben Fiole vor Freude. Leute, wir müssen noch geben. Paar Samen. Gut, das ist alles nicht so. Kampfkeime. Mal gucken, ob wir noch was kaufen können. Hier, Zeitung, das macht wahrscheinlich auch mal so ein ekelhaftes Gefühl. Sag mal, wir hatten diese Mülltonne, die ist einfach meilenweit weg. Die können wir eigentlich mal hier hin machen. So. Auto können wir uns auch bald kaufen, aber ich möchte noch nicht so viel Geld ausgeben. Wie gesagt, ist also ein bisschen Geld sparen, so ich spiele ein bisschen vor. Hat Klo noch was im Inventar? Ach, ja, genau, wir haben ja hier Gold. Aber es ist auch nicht so viel hier. Schmelzen lassen ist es. Titanium. Ach komm, bist du? Kohle ist Kohle, ne? Gold, Gold. So. Die Klo macht uns, bringt uns das Geld einfach rein. Weil ganz ehrlich, momentan ist mir, will ich die nicht sammeln. Und Chloe muss schon wieder raus. Du brauchst soziale Kontakte. Mach mal mit der Mutti ein bisschen hier mit, ne? Zumindest kann sie noch nicht simsen. Guck mal. Mutter und Tochter. Fast synchron am Malen. Ah, oh, ist das schön, der Anblick, ne? Wie die beiden sozusagen, ne? Die Kreativität, die Kunst. Eigentlich die ganze Familie, aber die beiden, die Kunst so. Das Malen. Und das, ne? Gut, die Ramona, die kocht zum Beispiel und macht Pflanzen. Also, die macht ja so das visuelle Kunst, die. Chloe malt halt gerne und spielt mit der Fantasie, also und der gute Remy, der macht halt Musik und alles. Und Level 4. Die Werke von Ramon lassen sich einen persönlichen Stil erkennen. Gut, da bimmelt es wieder. Bimmela bammela bumm. Heute Schulausflug, meine Liebe. Dann mach's gut, Mutti, nicht? Wir sehen uns. Ich gehe jetzt erstmal zum Schulausflug. Ja, meine Kleine. Pass auf dich auf und viel Erfolg. Ich mag das. Ich bin vielleicht etwas, ich bin da aber halt so, ich mag halt so eine Sachen mag ich in Sims. Das Realistische, ne, das ist hier so die Familie, ne, die fährt so, okay, heute machen wir mal mit Freunden sprechen. Das auf jeden Fall. Das mag ich an Sims 3. Man kann halt alles, es ist alles so schön statisch. Man kann das alles so ein bisschen kontrollieren und ich mag ja das halt. Und das ist halt,
für mich einer Grund, warum ich gerne Sims spiele, weil man halt so ein bisschen eine Familie spielen kann. Und Tagesablauf leben. Genau, Zeitung. Aber Zeitung ist manchmal gar nicht so schlecht, weil wegen Jobs und Berufe. Also welche. Wir können Malerin, Alchemisten, Gärtnerin werden, aber ich glaube, das ist halt. Ich weiß nicht, ob wir da mehr verdienen, wenn wir das verkaufen, bei Bild Malerei. Aber ich meine, das mache ich lieber nebenbei. Verkauf mache es dann so, dann habe ich fast noch eine Nebenquelle. Als wenn ich halt eine Festanstellung und halt noch einen Nebenjob. Remy. Was ist eigentlich los mit dir? Du kannst auch bald aufstehen. Du sollst mal ein bisschen Musik machen. Also, Alchemie ist für dich eigentlich ein bisschen unpraktisch, ne? Weil du bist ja. Sie soll ja die Hexe werden. Nur weil ich hier in Unterwäsche bin, ja, pass mal auf, meine Kleine. Wenn du so alt bist, dann wirst du auch sagen, ja. Macht sie eigentlich die Zeitung auch weg? Nee, nee, macht sie nicht. Abkühlen? Ist das denn so warm? Ach so, ist ja Sommer. Stimmt ja, es ist ja immer Sommer. Ich glaube, da muss daran denken. Ah, sie macht's weg, ne? Alles klar, sie räumt also die vergammelten Zeitungen weg. Gute Bonnie. Gute Bonnie. Das ist sehr schön. Komm, ich will gucken, ob sie das noch fertigstellen kann. Das Bild, ich will gucken, wie viel es gibt. Ich denke mal nicht so viel. Sie ist ja auf Level 4, aber immerhin. Jeder Cent wird gern gesehen. Apropos Cent, was können wir hier uns eigentlich holen? Starker Magen, Putzdrache, aber sie ist ja nicht so ordentlich. Profigamblerin, Wettessen, wachsam. Merkmal anderer Jetsetter Geschmacks. Wie was mit legendären Gasse, Festival, Trampeltier, lustig, Augenweide. Übelkalt. Ich glaube, das mache ich mal. Übelkeit mache ich eigentlich, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil Übelkeit und Seekrankheiten gehören der Vergangenheit an. Das heißt, weil sie auch Hexerei machen und sowas, und ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, denn halt, das ist ja nicht so. Ist gar nicht so schlecht. Können wir einfach mal machen. Habe ich noch nie gemacht und deshalb, come on. Remy erhebt sich aus seinem. Na? Kann erstmal auf den BD gehen. Dann nochmal einen Snack essen. Und zwar mal heute ein Müsli. Da kommt auch schon Bonhilda und weiß, was zu tun ist. Ach ja. Viele Freude herstellen. Naja. Befördert werden. Erstmal das. Das wird heute passieren. Das könnte passieren. Das könnte dann auch passieren. Das verknüpft sich dann auch. So. Wenn du gegessen hast, dann soziale Kontakte, dann könntest du mal mit Crow telefonieren. Eine Textnachricht. Du könntest mal. Hallo? 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 Plaudern. Einfach mal nach dem Essen ein bisschen plaudern mit Crow über Handy. Das geht ja heutzutage alles. Und bei ihm möchte ich eigentlich gerne hier diese Feuer voll Freundschaft anwenden. Das möchte ich gerne herstellen. Dann haben wir vielleicht einen Freund. Also, Alchemie ist nicht so schlecht. Da kann man eigentlich auch vieles beeinflussen, so ein bisschen. Aber das ist eigentlich für die Hexe am wichtigsten. Ich weiß es nicht. Ja, okay. Der Remy, ist der überhaupt ordentlich? Warum macht er das? Der ist einfach nur nett. Ja, Bonnie, ne? Manchmal muss man halt selber ran, nicht? So, dann rufe ich mal meinen Freund an. Quo. Wie sind denn da dann? Hallöchen, ja, mein Lieber. Ich wollte mal wieder Hallo sagen. Ein bisschen plaudern und so. Über Gott und die Welt. Ja, wusstest du übrigens, dass ich keine schmutzigen Teller mag? Ja, da könnte ich wirklich. Geht gar nicht. Du auch nicht, ja. Hätte mir fast gedacht. Keiner mag schmutzige Gemälde. So, der letzte Pinselstrich und fertig ist das Werk. Ja, und welche mit Augenmasken? Ich habe da mal mit Ramona aus. Das, ja.
Oh, das, ja, okay, 117. Besser als ich dachte. Bezahlt. Betiteln wir denn das Sternen? Sterne. Sterne am Fundament. Keine Ahnung. Das ist noch nicht so schön, aber. Okay, oh, jetzt zieht er um und zack. Und ich sehe auch gerade, die Zeit läuft schon wieder ab. Dann. Chloe, leg das Messer weg. Chloe. Achso. Was? Wegen Restaurant. Ja, das kann ich mir vorstellen, ne? Schrecklich schwitzen. Oh. Oh. Bitte nicht. Dann geh mal schnell rein, meine Liebe. Bevor du noch einen Sonnenbrand kriegst, das möchte ich nicht bei dir riskieren. Wir können auch sagen, dass wir Frühling haben, dann wäre es auch nicht so. Aber es ist halt so, ne? Sommer. Oh. Sie ist auch ein bisschen rötlicher, kann das sein? Ich glaube, ihre Wängchen, ja, sind ein bisschen errötet. Ich weiß nicht. So, hast du ein bisschen geplaudert? Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, nächstes Mal schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich habe noch ein paar Pläne und wie gesagt, das sind so. Ich glaube, ich werde mal ein bisschen überspringen. Soll heißen, ich werde ein bisschen ja, Fähigkeiten nächstes Mal ausbauen. Offscreen. Also bei Ihnen so ein bisschen Sachen. Weil das. Es wird sich ja nicht ändern. Und wir sehen uns das nächste Mal dann wieder. Auf jeden Fall, bevor er befördert wird. Ich werde es einfach in der Zeit jetzt machen hier, ne, bis er wieder arbeiten muss, dass ich einfach Fähigkeiten mit ihm ausbaue hier, auch mit Ramona, einfach vorm Fernseher sitzen, da passiert nichts Spannendes, aber das ist halt mal, was ich machen möchte, damit die ein bisschen vorankommen, kochen und Gartenarbeit und so ein Kram. Und ansonsten, ja, sehen wir uns wieder nächste Woche, gleiche Zeit, und bis dahin. Arigato sowas, sayonara, bye bye.